Hallo! Hallo! Wir sind wieder mal unterwegs. Heute im Bruchköbel. Hof- und Gassenfest? Genau. Da ist immer eine Menge los mit viel Live-Musik und viel Tamtam. Das schauen wir uns mal an. Voll lecker. Ja. Wir haben uns hier leckere Cocktails geholt nebenan vom Stand. Die machen sehr, sehr gute Virgin Kaipis. Ja, sehr lecker. Also auch ohne Alkohol kann man die sehr gut trinken. Und jetzt sind wir hier in einem ganz, ganz schönen Garten. Ja, man sieht der immer voll ist. Wir können jetzt hier nicht hoch filmen, aber in jeder Ecke sind hier kleine Tische, Stühle. Es ist voll, es ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier. Ja. Das ganze Fest hier in Bruchköbel ist eigentlich sehr schön, weil natürlich auch sehr viel Musik ist und sowas. Genau. Schön gemacht einfach und wir ziehen gleich mal weiter und gucken, wo es uns noch hin verschlägt. Genau, aber mir fällt da noch was ein, was ich nicht vergessen möchte. Ach ja. Weil ich hatte letztens bei mir auf der Arbeit eine sehr coole Begegnung. Und zwar hat eine Patientin mich erkannt und angesprochen. Und gesagt, ja, und sie sind doch die von Till und sein Vlog und mein Mann schaut das immer und ich muss ihm dann gleich Bescheid sagen und das ist ja cool. Und ich fand das auch ziemlich, ziemlich cool. Das war das allererste Mal, dass mich jemand erkannt hat, den ich vorher gar nicht kannte. Und ich habe ihr gesagt, wir grüßen ihren Mann. Der Mann heißt Walter und ist aus Kleinauheim. Deshalb sagen wir jetzt mal Hallo Walter aus Kleinauheim. Unbekannterweise Prost und danke, dass du uns immer zuschaust. Ganz schön voll und so sehr viel können wir gar nicht zeigen, weil es sind einfach Menschen über Menschen überall und deshalb war das nur ein ganz kleiner Impressionen-Clip vom Hof- und Gassenfest in Bruchköbel. Jawohl. Sollte nur so ein Appetizer sein. Ihr wisst ja, wie das ist mit Festen, da muss man einfach selber dabei sein. Genau. Ne? Nächstes Jahr kommt er einfach hierher. Genau, dann sehen wir uns vielleicht. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.